Guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars auf meinem Kanal. Wir spielen eine Runde auf der Map Cheese in einer sehr großen Runde. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue, aber ich tue es mir an einfach. Und ja, was ich meine Taktik mal einfach ist momentan, ich baue einfach mal einen ganz hohen Weg zu den Gegnern hin und mal gucken, ob was wir dabei schaffen werden. Und olla, lecken da ein paar. So. Du Igel, sieh mal schön in die Mitte. Ja. So. Ups, das wäre fast schief gelaufen. Okay. Ich glaube, ich ändere mal meine Taktik. Ich werde mich nämlich mal ganz schnell da hochbauen zu diesen Goldspawnern, die sich hier oben befinden, weil wir haben ja genügend Blöcke. Und dann werde ich auch mal einfach mal einen Weg zu denen. So. Und dann werde ich einfach mal eine schnelle Enderperle probieren zu bekommen. Also schnell eine Enderperle zu bekommen. Und dadurch die Gegner auszulöschen. Mal gucken, wie das funktioniert. Wir haben noch 18 Blöcke. Das Gold respawnt in 11 Sekunden. Und ja, bis dahin können wir doch sicher das ein oder andere Goldstückchen absnacken. So, da haben wir schon das nächste. Und, yep, da kommt schon der erste zu uns. Achtung! Die da kommen welche. So. Aber vor denen müssen wir natürlich keine Angst haben, weil wir sind ja die Strongest Army. Oh, da hat schon jemand Bogen. Oh, oh, oh. Davor habe ich ja fast Angst. Aber naja, so. Ist natürlich eine ganz lustige Camper-Taktik, aber what the hell haben die da gebaut? So. Und zack. Da haben wir nur noch zwei Blöcke. Und gleich haben wir gar keine Blöcke mehr. Und jetzt heißt es ab zurück in die Base. Mit einem halben Herz. Wir dürfen keinen Fallschaden bekommen. Und ja, so. Huiuiui. Mit einem halben Herz rennen wir jetzt aus der Base zurück in unsere, also aus der Mitte zurück in unsere Base. Und mal gucken, was ich so schaffen werde. So, Nahrung. Ein bisschen was rein. Beim Gold steht hoffentlich noch keiner. Weil da brauche ich jetzt bitte ein bisschen was. So. Ein Gold. Noch zwei Gold werden gebraucht. Und dann werde ich auch mal. Aber so lange kann ich ja noch zum Eisen rennen. Mir ein bisschen was dort kaufen. Ist der da AFK? Naja, keine Ahnung, ob er AFK ist oder nicht. So, da schnappt sich anscheinend jemand fleißig schon das Eisen. Deshalb renne ich zurück zum Gold. Und was macht der da? Will der sich eine Base von uns bauen? Naja, komischer Typ auf jeden Fall. Aber kann ja mir ja gestohlen sein. Ich verfolge weiterhin meine Taktik. Und warte darauf, dass das letzte Gold gespawnt ist. Ich weiß, ich war noch in keinem PvP-Kampf. Bis jetzt eine langweilige Bed Wars Runde. Eine ganz Standard Bed Wars Runde. Aber mal gucken, was wir denn so schaffen werden. Mit dem einen Gold. Meistens kann man dann. Meistens ist man dann schon in der Base. Aber. Ui, die hat ein Eisenschwert. Und da haben wir das Gold. So. Oh nein. Komm, den könnt ihr abfangen. Oh shit. So. Oh Gott, den haben sie noch bekommen. Ach du Scheiße. Uiuiui, war das knapp. Da wäre er schon fast am Bett gewesen. Gut, dass unser Team der Meinung war, es zubauen zu müssen. Was eine gute Entscheidung war. So, und zack. Und da haben wir es. Gut. Dann jetzt her mit dem Eisen. Ich brauche nämlich ein bisschen was. So, zack. Ups, ich muss mal wieder. Geh nach oben, Bogenschützen. Ach, der baut uns den Bogenschützen-Base. Das macht er. Da braucht uns die Base für die. Da, ah, dass man die nicht runterschlagen kann. Kluge Idee eigentlich. Ganz kluge. Es ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. So, aber jetzt
ist unsere Zeit der Ideen dran. Und zwar mit einem Schwert, einer guten Brustplatte und einer guten Spitzhacke und einer Enderschmörl. So, da ist sie schon. Werden wir jetzt mal unser Glück versuchen im Durchbruch in die gegnerische Base. Tja, Geduld zahlt sich nun manchmal aus. Hoffen wir, dass es sich jetzt wieder gelohnt hat mit der Geduld. Und ja, wer ist denn überhaupt alles in der Mitte? Oh Gott, um Gottes Willen. Ja, gut, ja, in der Mitte ist Blau. Und Blau ist der Meinung, dass sie sehr böse sein müssen zu uns. Und schießen uns deswegen runter. Okay, so. Der ist auf jeden Fall unten. So, schnappen wir uns den ab. Ja, den schnappen wir uns, oder? Ich würde jetzt einen John Cena machen, würde ich die Enderperle nicht gebrauchen. So, weg ist er. So, und da gehen unsere FPS auch wieder hoch. Schön. 60 FPS und 30 FPS ist einfach ein Unterschied. So, so. So, dann. Ne, so war das nicht geplant zu bauen. Und so war das geplant zu bauen. Ich glaube, es passt schon von der Wurfbahn her. So. Na klar, du kannst mich ja noch da hitten. Ja klar, sicher doch. Alter, wie konnte mich denn noch dort hitten da oben? Mann, Alter, was ein Camper-Team? Was macht der? Ach, der lässt uns da oben spawnen. So. Na, keine schlechte Idee vom Ansatz her. Aber naja, ich baue mich auf jeden Fall jetzt weiter an meinem selbstgebauten Weg nach da oben. Und probiere mal, was wir da erreichen, weil so wie die campen, wird das nichts, wenn die weiter da oben campen. So, und So. Rambadam, badam. Das ist ja ein Rambazamba hier. So, nehmen wir, stoppen wir uns das hier. So, und dann bauen wir uns mal auf die Maximalhöhe. Was denn so alles geht. So. Geile Base, darf ich helfen? Okay, Base schreibt man aber mit A, aber egal. Von wo kommen denn die Schüsse? Ah, von da. So, ich glaube, wir haben eine gute Höhe erreicht. Und jetzt können wir mal runterspringen. Ein bisschen zu zeigen. So, und dann holen wir uns noch mehr Blöcke. Und mal Spinnenweben, ich hoffe mal. Weil wir haben einen Weg, der groß genug ist, hoffentlich gebaut. Ich hoffe jedenfalls. Gib mir mal mehr Bronze, ich brauche das jetzt. Ich brauche nämlich jetzt die Bronze. So, zack. Zack. Das noch dahin. Und dann mit den ganz normalen Blöcken bauen wir uns dann mal wieder auf den hohen Weg. Meine Taktik ist ganz einfach. Ich werde dann auf diesem hohen Weg, ich werde mir eine Enderperle holen und TNT. Wobei, wenn ich das TNT da oben zünde, dann wird es nicht explodieren. Wenn es unten ankommt, ist es schon längst explodiert. Denke ich mal.
So. Kann mich mal. Der Typ, der will meinen schönen Weg abbauen, den ich extra gebaut habe, um deren Bett abzubauen. Aber das können die gerade vergessen. Schade, dass es keine Stufen gibt wie in Quick Bad Wars. Das wäre nämlich richtig lustig. Dann könnte man hier einfach hochspeeden. Und naja, hoffentlich entdeckt mal mein Team diesen lustigen Weg. Und ja, und da sagt sich, hey, guck, da können wir doch auch mal entlang laufen. Und ja, gucken wir mal, was wir denn so haben. So, das reicht leider noch nicht. Ich glaube, wir müssen noch weiter hoch. Nein! Das hat leider nicht so gut funktioniert. Da sind wir ja da runtergeflogen mit dem. Aber ich glaube, wir haben eine gute Weite erreicht. Oh. Oh. Da hat sich jemand wohl schon ums Bett gekümmert. Oh Gott. Da hat sich jemand auch um unser Bett gekümmert. Jetzt ist es ein Kampf ums Überleben. Und deswegen holen wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen Equip. Weil wenn jetzt irgendein Blauer kommt, dann kann es uns ordentlich an Kragen gehen. Ja, wo ist das Eisen? Ah, da hinten ist Eisen. Da ist schon jemand drin, ne? Uiuiuiui. Wir haben 3 Spieler weniger. Ach du Kacke. Das kann was werden. Das kann eine Runde werden. Eine Runde ums Überleben. Aber ich habe große Hoffnungen, dass wir sie trotzdem noch gewinnen können. Solange wir uns gut defensiv halten. Und die sich eben, ja, wenn die sich auch defensiv halten, ist zwar nicht so positiv, aber da kommt schon der Erste. So. Mann, wo sind die Bogenschützen? So. Eben, ich dachte schon, wo waren die Bogenschützen, als der sich einfach so frei auf den Weg gestellt hat. Muss ich so, habe ich selber in die Hand genommen, einfach. Der kann mich mal. Wofür ist Notbacks Tick OP? Und naja, so, 3 Gold. Genügend für eine Rettungsplattform. So, ich würde mal sagen, machen wir so. Und eine gute Rüstung kommt auch noch rein. Ja, komm. Ja, kriegt ihr die auch mal langsam mal? Ja, langsam wird's witzlos. Wofür haben die sich einen Bogen geholt, wenn sie nicht mal in der Lage sind, ihn richtig einzusetzen? So, das hau ich mir auch noch rein. Jetzt kommt's drauf an, wie gut man sich equippt. Desto besser du equippt bist, desto bessere Chance hast du zu überleben. So, und das hier ist genug Gold, Silber, um sich eine gut bessere Brust zu kaufen. Auch wenn ich mir gerade eben eine Brust für 3 Eisen gekauft habe, aber man kann sich auch mal gönnen. Vor allen Dingen, wenn es das letzte Leben ist. So, und der gebe ich dann jetzt erstmal. So, hier, nimm. Equip dich jetzt endlich. Junge, der spammt dich tot. Hallo, schnapp dir die Brust. Zieh sie doch an. Oh Mann. Oh Mann. So, zack. Ach Mann. Der spammt immer. Der ist immer noch Spammarino da hinten. Von mir aus. Ich glaube, die holen sich gerade OP-Equip. Aber. Ja. Ja, die schnappen sich gerade alles in der Base. So, ich weiß nicht, aber die Bogenschützen haben einfach. Unsere Bogenschützen sind die größten Nichtsnutzen auf diesem Planeten. Und deswegen nehme ich es jetzt mal selber in die Hand. So. Lol, wieso ist der da nicht runtergeflogen? Naja, krass. Dann fliegt er halt nicht runter. So. Und der fliegt aber, auf jeden Fall. So, die Rettungsplattform zu spät gezückt. So, auf den können wir auch spammen, oder? Okay, gut.
Ja, das wird, glaube ich, nichts mehr mit, so, das mal weg. So, das war ein gewagter Fehltritt. Aber jetzt habe ich eine gute Chance, von hier ein direkteres Angriffsverteidigungsziel zu bieten. Man, könnt ihr euch jetzt mal auch eine gescheite Rüstung holen? Die meisten haben echt keine Ahnung, wie man Bad Wars spielt, oder? Nö. So, So, Zack. Ja, Mann, flieg doch halt. So, der will anscheinend nicht fliegen. Gut, mein 7er Brust kann ordentlich was abhalten. So, wo, jetzt verziehen wir ja komplett die Schüsse. Alter, wo gehen die denn hin? Wo gehen die denn hin? So. Bow aim! Und weckt. Ja. Den kenne ich. Warum fragst du? So, So, und weg ist auch der. Gut, kann von mir auch noch einen Schuss setzen. Welches? Was soll für ein Video soll ich gesehen haben? Okay. Ich weiß, ich habe vor kurzem gegen ihn gespielt, aber ich glaube wohl nicht. Ich glaube wohl nicht, dass er das aufgenommen hat. Hoffe ich, glaube ich jedenfalls. War eine schwere Runde. Er verteilt komische Hits, aber. Okay. Er machen. Was war denn der Grund? Fragezeichen. Naja, es war einfach mal so. Das Problem war einfach, er war ein Tintenfisch und er hat die ganze Zeit am Wasser gewartet. Er hatte seine Wasserläufer drei Schuhe an oder diese, ihr wisst welche Tintenfischschuhe er hatte. Ihr kennt es ja sicher. Und ja, diese Schuhe, wie gesagt, erübrigen einem einen starken und so, aber er war glaube ich so schon angepisst, hä? Okay. So. Oh mein Gott, das kann ja was werden. Frame Drops des Todes. Aber wir kriegen die hoffentlich trotzdem hin. So, Ja gut, von mir aus kannst du angepisst sein, Megatron. Ist gar kein Problem, aber im Endeffekt. Ja, gut. Ich glaube, das bespreche ich jetzt nicht hier im Bad Wars Video. Dazu werde ich noch ein Statement-Video, wohl eher ein Statement-Video machen, weil Megatron ist doch keine kleine Gesichtsklasse für sich. Jetzt tötet den doch mal. Da ist jemand in unserer Base hier nichts nutze. So. Ja, stirbt er auch mal? Danke. Gut. Ja. Ja, na toll. Gut. Ja. Schau. Kannst du nachher kurz TS kommen? Fragezeichen. Dann schildere die Situation aus der Sicht. Gut, weil. Ja, was soll man sagen? Ich kann das von mir aus, ich werde es hin. Okay. Warte, gut. Okay, bin gerade noch in der Aufnahme. Ich komme dann danach. So. Rambazamba, so. Gut, jo, Stärketrank ist drin, Enderperle ist drin. Keine Rettungsplattform, müssen wir nun mal uns mit der Enderperle retten. Aber naja, ich
finde es krass, dass der Spieler so viel Gold in der Mitte hat liegen lassen. Und warum er auch immer eher eine... So. Warum auch immer er eine Gravity Bomb auf uns geschossen hat. So. So, da ist er weg. Das passiert, wenn man sich mit mir anlegt. So, verdammt. Naja, gut. Im Endeffekt kann ich mal ganz kurz sagen, den Kampf gegen Megatron habe ich verloren. Aber ich sehe... So, oh, das ist lucky. So, und stirb. Weil, naja, es war ein ziemlich unausgeglichener Kampf. Weil er hatte halt... es war so unausgeglichen, war es nicht. So, stirb. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Ich hab viel zu wenig Leben. Oh mein Gott. Es ist ein Stevie. Was ein Glück, es ist ein Stevie. Es ist ein Stevie. Komm, Vanessa. Lass mich nicht im Stich. Jetzt nicht. So. So, komm her. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Hopp jetzt. Drauf, drauf. Er ist low, er ist low. Verdammt, Alter. Verdammt, komm her. Da. Er rennt zu uns. Er rennt zu uns, aber wir haben eh keinen Weg mehr. Ist er runtergefallen? Er ist runtergefallen. GG. Puh. Haben wir die Runde tatsächlich ohne Bett gewonnen? Mehrere Multikills gemacht. Ach du Scheiße, war das knapp. Das war echt knapp. Aber naja, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Schmaluten.